Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute über dieses Thema vor Ihnen sprechen zu können, das ja in gewisser Weise seit Jahrzehnten Gegenstand der Forschung gewesen ist. Seit Jahrzehnten ist das Verhältnis der Kirchen zum Nationalsozialismus etwas, was kontrovers diskutiert wird, mit immer neuen Debatten und Moden der Forschung, natürlich auch mit einem Fortschritt der Forschung. Und natürlich ist es auch kein Zufall, dass dieses Thema eben immer wieder diskutiert wird, weil es eben sehr viel mit dem Selbstverständnis, auch dem heutigen Selbstverständnis, dass die Kirchen von sich und ihrer Rolle, aber auch was die moderne Demokratie von sich und ihrer Rolle hat, eben sehr eng verbunden ist. Und das Thema, wie wir es heute uns anschauen, ist natürlich insofern der frühe Nationalsozialismus und München und die Kirchen etwas ganz Wichtiges, denn München war sowas, in der Forschung wird es als Parent Cell, also als Mutterzelle sozusagen des Nationalsozialismus gesehen, und wir können also davon ausgehen, dass die Kontakt- und Erfahrungsgeschichte, die beide Seiten miteinander hatten, in München länger und früher eben eingesetzt ist und intensiver früh eingesetzt ist als an anderen Orten in der Republik, und das gerade 1923, das wird so eine These sein, ein Jahr der Weichenstellungen gewesen ist, die dann das ganze Verhältnis mehr oder weniger, also nicht determiniert, aber doch sehr stark beeinflusst haben. Zu den Debatten, die aktuell geführt werden, gehört ja auch, dass am 20. Oktober 1922 der Würzburger Stadtrat mit Mehrheit entschlossen hat, dass der Würzburger Kardinal Faulhaber Platz umbenannt werden müsse, da Faulhaber eine solche Auszeichnung angeblich nicht würdig gewesen sei, trotz eines tendenziell anders lautenden Votums der vorher angehörten Historiker. Diskutiert wurde sozusagen, Faulhaber sei von seiner Einstellung her Antidemokrat gewesen, er sei Hitlerbewunderer gewesen, er hätte antisemitische Züge gehabt. Und wie sehr sowas umstritten ist, sehen Sie eigentlich, dass natürlich die Gegner einer solchen Umbenennung das Argument angeführt haben, dass damit die Würzburger Stadtratsmehrheit jenes Geschäft vollenden würde, das die Nationalsozialisten selber schon intendiert hätten. Ich erinnere Sie etwa an das für das Selbstverständnis der SA und auch für unsere Zeit, wenn auch ungefähr 1930 geschriebene Horst-Wessel-Lied, wo es ja dann hieß, dass wenn die SA marschiert, dass im Geiste die Kameraden, die erschossen wurden, und zwar von Reaktion und Rotfront erschossen wurden, die gehen im Geiste mit, heißt es da. Also die ursprüngliche Feindschaft, dass auch die Reaktion der Hauptgegner des Nationalsozialismus gewesen ist, das führt uns in diese frühe Zeit nach München zurück, an den Generalkommissar K. und eben an Faulhaber, die da vor allem im Auge standen, sodass man also sieht, dass ganz unterschiedliche und unterschiedliche Konzepte, was Nähe und Ferne ist, eigentlich erinnerungsgeschichtlich immer noch sehr stark aufeinander konfrontieren und eben vielleicht auch deshalb diese Debatten erklären. Ich möchte im Folgenden sozusagen zwei Punkte, einen eher allgemeineren Teil, ich würde sozusagen eher strukturell die Rahmenbedingungen sagen, etwas anschauen, die junge Republik, den Umsturz 1918, was hat das für die Kirchen bedeutet, wie haben sie sich da positioniert, was haben sie verloren im Umsturz, was haben sie befürchtet, wie haben sie sich politisch positioniert, das wäre so der eine Punkt. Und im zweiten Punkt würde ich dann auf September, Oktober, November 1923 mit Ihnen gehen und da auch ganz gerne Quellen sprechen lassen. Da hatte ich sozusagen das Privileg oder die Chance, dass ich, also nicht nur, die sind ja inzwischen zugänglich, die Berichte des Nuntius Pacelli über diese Dinge Ihnen etwas vorstellen will, sondern dass mir auch Herr Dr. Volkmann und Herr Dr. Gahn vom Faulhaber-Projekt, die hier auch bei uns sind, großzügigerweise auch einige Einträge aus dem Faulhaber-Tagebuch von 1923 zur Verfügung gestellt haben, und Dr. Markus Müller vom Lehrstuhl für Bayerische Landesgeschichte die Lebenserinnerungen von
Josef Graf von Soden-Fraunhofen, den Kabinettschef von Kronprinz Rupprecht sozusagen. Also auch da, Sie werden sie sehen, also aus diesen Quellen, die ich dann ein Stück weit sprechen lassen möchte, sieht man doch, wie Allianzen sind, aber wie auch Dinge sich zu scheiden beginnen und wie so 1923 eben sowas wie ein Nukleus von wichtigen Entwicklungen gewesen ist. Aber jetzt zunächst mal zu einem eher allgemeinen Teil, dann versteht man natürlich dieses ganze Verhältnis oder das Ringen von der Kirchen zur frühen Weimarer Republik natürlich nur dann, wenn man sich sozusagen klar macht, wie sehr die Revolution verbunden mit dem verlorenen Krieg auch für die Kirchen wie für die Mehrheit der Bevölkerung natürlich ein Schock gewesen ist. Und zwar jetzt natürlich ganz allgemein, weil man natürlich in die Gesellschaft damals eingebunden gewesen ist, aber dann natürlich auch, weil diese Revolution natürlich die Stellung der Kirchen und die rechtliche Stellung der Kirchen, damit auch ihre eigene Verfassung, aber auch das Staatskirchenverhältnis, aber auch Felder, die für die Kirchen als existenziell wichtig betrachtet wurden, eben in Frage gestellt hat. Und das hat eben zu ganz grundlegenden sozusagen Fragestellungen geführt, die dann in der jungen Weimarer Republik eben eine ganz wichtige Rolle im Selbstverständnis der Kirchen gespielt haben. Bayern ist ja also bekanntlich im November zum Freistaat erklärt worden von der Regierung Eisner und es begann dann eben eine Gesetzgebung, die auf der einen Seite auf die Trennung von Staat und Kirche zielt und damit, das werden wir gleich sehen, wird jeweils die Verfassungsfrage natürlich gestellt. Verbunden ist das Ganze aber auch mit vor allem schulpolitischen Weichenstellungen, die dann eben von den Kirchen als zentral empfunden wurden. Schulpolitisch, das hat eine ganz lange Tradition aus dem 19. Jahrhundert, denn bei der Schule war natürlich das entscheidende Instrument, wie künftige, junge, neue Generationen geprägt werden. Und da das 19. Jahrhundert auch, zumindest auch, ein Weltanschauungskampf gewesen ist zwischen Liberalismus, zwischen den konfessionellen Christentümern, zwischen Sozialismus und es da immer auch um die Prägung der Kinder ging, war die Schule und der Einfluss der Schule natürlich etwas ganz Zentrales. So wurde zum 1. Januar 1919 das Ende der geistlichen Schulaufsicht über die Volksschule verkündet, also dadurch natürlich eine klassische Konfliktquelle zwischen Pfarrer und Lehrer in den Städten und Dörfern aus dem Weg geräumt, aber natürlich auch etwas, wo die Geistlichen sozusagen die Kontrolle über die sittlich-religiöse Erziehung in der Schule hatten, das wird abgelöst und vor allem sozusagen im kirchlichen Selbstverständnis schlimmer. Am 25. Januar gibt es eben den sogenannten Hoffmannschen Religions- oder Schulerlass. Johannes Hoffmann, der eben dekretiert hat, dass der Religionsunterricht nicht mehr verpflichtend, sondern dass sich Schüler da abmelden können. Also das war für uns oder eigentlich vielleicht kein so ganz einschneidendes Ereignis. Bei den Kirchen läuteten da aber die Alarmglocken, sozusagen der Anfang, die Religion aus der Schule zu verdrängen. Für Kardinal Faulhaber ist deshalb Hoffmann ein Kulturkämpfer und Kirchenhasser, der jetzt die Schulpolitik bestimmt. Im Hirtenbrief Faulhabers vom 29. Januar 1919 sind die berühmten Sätze zu lesen: Am letzten Montag ist im Volksstaate Bayern eine Verordnung ergangen, die vor dem Richterstuhl Gottes schwerer wiegt als der Blutbefehl des Herodes. Also das Heil, der eigentliche Sinn sozusagen, das Christentum, was das Heil, das gelingende Menschsein garantiert, das wird aus den Seelen durch diesen Religionserlass, so die Sichtweise sozusagen herausradiert oder das soll künstlich herausradiert werden. Das Ganze hatte ja dann eine stark mobilisierende Wirkung,
wo das bürgerliche, das christliche Lager mobilisiert wurde, wo es zur Neugründung christlicher Parteien gekommen ist. Und das hat letztlich auch dann dazu geführt, dass eben bei den Wahlen die radikal-sozialistische Politik ja auch abgewählt wurde. Das Ganze mündete ja auf Reichsebene in die Weimarer Reichsverfassung, die ja bei aller Trennung von Staat und Kirche ja sehr kirchenfreundlich gewesen ist, der Kirche also starke öffentliche Rechte eingeräumt hat. Wo man sich aber eben nicht einigen konnte in der Weimarer Reichsverfassung, ist die Schulfrage gewesen. Die Bekenntnisschule, eine christliche Gemeinschaftsschule oder eine religionslose Schule. Die Parteien, die die Weimarer Reichsverfassung getragen haben, das sind eben die katholisch-konfessionellen Parteien, aber auch die Linksliberalen, die SPD dabei, die konnten sich gerade in dieser Frage nicht sozusagen einigen. Und es wird dann einer späteren Reichsschulgesetzgebung, auf die man sich dann nie einigen konnte, solange die Weimarer Republik besteht, eben da überlassen. Aber das war sozusagen bei aller konstruktiven demokratischen Zusammenarbeit der große weltanschauliche Streitpunkt, die Schulfrage, wer bestimmt die Schule, wer bestimmt das Leben, die Sinnrichtung der künftigen Generation. Und das war natürlich für die Kirche etwas ganz Wichtiges. In Bayern hat Kultusminister Franz Matt, den wir gerade von Frau Sackstätter schon gehört haben, der eben fürs Konkordat eine wichtige Rolle spielt, diesen Schulerlass Hoffmanns mit dem Austrittsmöglichkeit aus dem Religionsunterricht rückgängig gemacht. Die geistliche Schulaufsicht, die blieb abgeschafft. Und wahrscheinlich die Gemäßigteren und Klügeren von beiden Kirchen wussten auch, dass es gut ist, dass die abgeschafft bleibt sozusagen. Das Ganze hat dann jetzt sozusagen für die Kirchen natürlich Fragen des Staatskirchenrechts, aber auch Verfassungsfragen ausgelöst, dieser Umbruch. Und Verfassungsfragen natürlich vor allem für die evangelischen Kirchen, also die Kirche rechts des Rheins in Bayern, die lutherisch geprägt war, und die Kirche links des Rheins in der Pfalz, die also uniert war, weil es da eben auch sehr viele reformierte Gemeinden gab. In Bayern gab es einige ganz wenige Dörfer und kleine Gemeinden, die reformiert waren und die dann der lutherischen Kirche organisatorisch mit verbunden gewesen sind. Die große Frage war eben für die evangelische Kirche, die wird bisher in äußeren Dingen geleitet von einer staatlichen Einrichtung, vom Oberkonsistorium, also letztlich einer Unterabteilung des Kultusministeriums, wenn Sie so wollen. Jetzt kommt es eben zum einen zur Trennung von Staat und Kirche von staatlicher Seite, das geht also nicht mehr. Zum anderen natürlich gibt es natürlich auch Vorbehalte von kirchlicher Seite, dass jetzt nicht mehr dieser gut christliche König, sondern vielleicht eine ganz anders weltanschaulich ausgerichtete Regierung jetzt die Kirche in äußeren Dingen leiten soll. Also da war Handlungsbedarf gegeben. Und deshalb beginnt dieses Oberkonsistorium noch sowas wie eine Generalsynode einzuberufen, eine Generalsynode, die so etwas wie eine verfassungsgebende Einrichtung, Versammlung sein soll für die evangelische Kirche, sowohl rechts des Rheins, also das heutige Bayern, aber auch für die Pfalz gibt es ganz ähnliche Vorgänge. Und diese Synode, die entwirft jetzt die neue Kirchenverfassung mit verschiedenen Ämtern. Die Synode und der Synodalausschuss, die sind für die Gesetzgebung zuständig in der evangelischen Kirche. Die Exekutive, das macht der Landeskirchenrat, Sie heute Katharina von Bora Straße, aber noch heute in der Nähe vom Königsplatz finden. Und an der Spitze nicht nur für die Repräsentation, sondern auch in kirchenleitender Funktion steht jetzt ein Kirchenpräsident, wo eben der erste Friedrich Veit gewesen ist, während der erste Vorsitzende dieser gesetzgebenden Synode Wilhelm Freiherr von Pechmann gewesen ist. Beide nationalkonservativ ausgerichtet und beide, wir werden das noch sehen, ein Stück weit kritisch dem Nationalsozialismus gegenüberstehend. Gerade zu Pechmann gibt es da eben viele Untersuchungen.
etwas sozusagen ergänzen, kommt noch hinzu, sehr spät, dass auch, das wird uns noch mal kurz beschäftigen, das Coburger Gebiet neu zu Bayern kommt. Zuvor war das eben Teil der Kirche in Sachsen, Coburg-Gotha. Und diese Coburger Geistlichen, die waren anders geprägt. Die bayerischen Geistlichen rechts des Rheins, die waren lutherisch von Erlangen geprägt, stark konfessionell geprägt sozusagen mehrheitlich, während die Coburger Geistlichen eher rationalistisch, liberal geprägt waren. Die werden aber in diese Landeskirche integriert. So entsteht also eine neue Verfassung für die evangelische Kirche. Am Festabend, wo diese gefeiert wurde, im Odeon hier in München, also wo heute das Innenministerium ist, war ja dieser große Saal, da erklärt Dekan Hermann Lembert gegen den materialistisch gottlosen Geist der letzten 40 oder 50 Jahre, dass unser Herz in dieser Feierstunde zur neuen Kirchenverfassung hängt an der Verbindung von deutscher Art und christlich-evangelischem Geist, wie sie sich so oft in unserem Volk gezeigt hat, von Karl dem Großen an zu Luther und zu Bismarck. Also da sehen Sie eben diese national-protestantischen Traditionen, die im Protestantismus weiter gewirkt haben. Auch für die katholische Kirche ist natürlich diese Verfassungsfrage relativ wichtig gewesen. Natürlich war die katholische Kirchenverfassung immer schon ein Stück weit mehr entflechtet von der staatlichen Organisation. Aber wir haben ja gehört, der König hatte natürlich das Präsentationsrecht der Bischöfe und auch da war Handlungsbedarf. Es setzt sich eben die Sichtweise durch, dass das alte Konkordat nicht einfach weitergeht, sondern neu verhandelt werden musste. Und wir haben ja gehört, die wichtigen Schritte, gerade Rom hatte da ein Interesse, in Bayern so etwas wie ein Musterkonkordat abzuschließen. Die Pläne, auf Reichsebene ein Konkordat zu schließen, die waren zwar ein Stück weit auch attraktiv, die scheiterten aber, weil mit der Mehrheit der Parteien der Weimarer Republik auf Reichsebene die Schulfrage niemals hätte gelöst werden können. In Bayern hat man jetzt eben bald eine Regierung, die politisch eben der Kirche sehr nahe stand und die vor allem Eigenständigkeit, den letzten Rest an Föderalismus in dieser als unitarisch empfundenen Reichsverfassung garantieren wollte. Das hatte dann eben zur Folge, dass man gesehen hat, man bekommt in Bayern Dinge durch, die man andernorts nicht durchbekommt. Und so wird eben jetzt dieses Konkordat dann 1924, wir haben das gehört, geschlossen, dass eigentlich überall die römischen Maximalvorstellungen bis auf kleine Abstriche durchgesetzt hat, eben gerade weil man wusste, die Regierung, die ist sozusagen um dieses letzten Rest an Eigenständigkeit zu nahezu allem bereit. Protestiert haben die Ortskirchen, die Domkapitel, die bisher ein Mitbestimmungsrecht bei Bischofsernennungen und so hatten, die sind de facto ausgeschaltet worden, aber eben sehr vorteilhaft für die Kirche. Die Bekenntnisschule wird in Bayern festgeschrieben und die Kirchen können eben ihre Ämter selber verwalten. Ganz ähnlich der Kirchenvertrag dann, der bis dahin sistiert wurde, aber das musste natürlich auch festgeschrieben werden, die Kirchenverträge mit den beiden evangelischen Kirchen. Nachdem dieses bayerische Konkordat fast ausgehandelt gewesen ist, tritt die bayerische Regierung eben jetzt auch an die evangelischen Kirchen heran, um analoge Verträge zu schließen. Auch dort war es für die Kirchen wichtig, dass die konfessionelle Schule erhalten bleibt und dass die Kirche sozusagen die theologischen Fakultäten gesichert werden und die Kirche sozusagen eine gewisse Freiheit und Selbstbestimmung hat. Also das waren die entscheidenden Punkte. Es kommt dann eben dazu, dass im Landtag parallel zum Reichskonkordat eben auch diese beiden Kirchenverträge mit der evangelischen Kirche rechts und links des Rheins geschlossen wurde. Das Ganze hat natürlich auch stellt natürlich aber auch die Frage, und Sie sehen, das sind Umbruchsprozesse, wie
positionieren sich die Kirchen jetzt, auch in politischer Hinsicht? Das sind ganz zentrale Fragen jetzt, wie ein Staat gestaltet werden soll, das Staatskirchenverhältnis. Die Parteienlandschaft formiert sich teilweise neu. Es geht auch um die Staatsform und so weiter. Wie positionieren sich jetzt die Kirchen politischer Hinsicht? Für die katholische Kirche ist ganz entscheidend gewesen, dass sich eben in dieser Zeit dieser Mobilisierung, des Umbruchs des Eisnerschen Freistaates Bayern eben in Regensburg eine konfessionell katholisch geprägte Partei neu gründet, die bewusst nicht wie andernorts die Zentrumspartei ist, sondern die Bayerische Volkspartei ist. Denn neben den Interessen, dass Bayern christlich und die Interessen der Kirche, die vertreten werden sollen, war da ganz zentral, dass die föderale Eigenständigkeit, die Eigenständigkeit Bayerns verteidigt und gestärkt werden soll. Das war sozusagen die Ursprungs-DNA der BVP, die in Regensburg von Georg Heim und Sebastian Schlittenbauer im November 1918 gegründet worden ist, in den Räumlichkeiten des christlichen Bauernvereins. Das war eine wichtige Weichenstellung, denn dadurch war der politische Katholizismus in Bayern zwar nahezu ebenso geschlossen, wie er andernorts in der Republik gewesen ist, aber dieser politische Katholizismus war ein Stück weit, was die politische Orientierung betrifft, konservativer und vor allem föderalistischer und deshalb der Reichsverfassung kritischer gegenüber eingestellt. Wir werden das auch noch sehen, dass das in den ganzen Vorgängen von 1923 natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Faulhaber, und das sind ja einige, die ich hier nicht alle aufführen muss, Äußerungen sind ja dann auch immer in dieser frühen Phase von einer republikkritischen Ausrichtung in dem Sinne, dass er die Revolution als Unrecht brandmarkt und sich weigert, die Feiertage der neuen Republik auch kirchlich zu begehen, wenn er auch ablehnt, dass ein Umsturz mit Gewalt jetzt, also Faulhaber hat da auch einen gewissen Pragmatismus sozusagen und erkennt die Umstände an. Orientierung des Protestantismus und der evangelischen Geistlichen, die lässt sich demgegenüber weniger eindeutig feststellen. Auch da gibt es von Björn Mensing und anderen Untersuchungen, aber natürlich wissen wir nicht im Detail, was evangelische Pfarrer gewählt haben. Wir können aber deren Korrespondenzblatt natürlich auswerten und man sieht, dass die traditionell nationalliberale Ausrichtung sehr stark zunächst mal zumindest vom offiziellen Protestantismus hin auf die bayerische Mittelpartei, der bayerische Ableger sozusagen der deutschen nationalen Volkspartei, also eine national-konservative Ausrichtung gegangen ist. Hier sehen Sie den Erlanger Theologieprofessor Hermann Stratmann, der erst Landtags- und dann Reichstagsabgeordneter gewesen ist und wo es zumindest auch Wahlaufrufe gab, dass eben Stratmann und diese bayerische Mittelpartei, die natürlich insbesondere in ländlichen Regionen in Mittel- und Oberfranken, die lutherisch geprägt waren, sehr stark gewählt wurde, dass die unterstützt wird. Es gab aber auch im Protestantismus kritische Stimmen, die meinten, man soll sich nicht zu stark in die Politik einmischen und soll da Zurückhaltung üben. Und es gibt auch Minderheitenströmungen, gerade im Fränkischen auch erste Versuche, die SPD und den Protestantismus zu versöhnen. Jetzt ist natürlich München zugleich eben jener Ort, an dem der Nationalsozialismus eben seine Gründung und seinen Aufstieg genommen hat. Und es gibt ja jetzt verschiedene sozusagen Erklärungsmodelle auch dieses Aufstiegs. Wenn man sich das religionspolitische Programm der frühen NSDAP anschaut, die ja zunächst mal in dieses
völkische Spektrum, das sich insbesondere auch in München gesammelt hat, eben einreiht, dann sieht man zunächst, dass diese Strömungen entweder radikal antichristlich gewesen sind oder eher eine deutsch-christliche Variante des Christentums, aber damit in Konflikt mit den bestehenden Konfessionen eigentlich, dass das die Ursprungs-DNA gewesen ist. Dann war es ja ein großes Anliegen von Hitler, was sich bereits in diesem sogenannten 25-Punkte-Programm, das hier im Hofbräuhaus dann erlassen wurde, 1920 widerspiegelt, diese christentumsfeindliche Ausrichtung zumindest ein Stück weit abzumildern, in dem Sinne, dass also sozusagen keine Barrieren zu konservativen, national orientierten Christen aufgebaut wurden. Im Artikel 24 des Parteiprogrammes heißt es deshalb, die Partei bekennt sich zu einem positiven Christentum. Und die Taktik war jetzt natürlich so, dass man auf Parteiveranstaltungen in München wirbt. Wir haben Pater Rupert Meyer gesehen, der da eben geht und dagegen in dieser frühen Phase bereits dagegen argumentiert. Es gab beispielsweise am 21. Juni 1923, da hätten wir jetzt ein Juni-Ereignis von 100 Jahren, eine NSDAP-Veranstaltung im Bürgerbräukeller zum Thema NS, also Nationalsozialismus und Christentum. Und der Hauptreferent tut natürlich ein antisemitisch-völkisches Hauptreferat halten, aber versucht natürlich gleichzeitig den Brückenbau zu den Kirchen, und es sind dann einige Vikare, Geistliche gegenwärtig, teilweise gibt es Widerspruch, aber gerade bei den jungen evangelischen Vikaren mit Frontkämpfererfahrung, die diesen Ersten Weltkrieg an der Front also miterlebt haben, gibt es auch eine kleine Gruppe, die sich da angesprochen fühlt, also da gibt es sozusagen Berührungspunkte. Wir wissen ja, dass sich dieser Nationalsozialismus vor allem im Jahr 1923, was die Mitgliederstärke betrifft, explodiert ist. Und da sind ja verschiedene Formen diskutiert worden oder verschiedene Thesen, wie das zu erklären ist. Es ist vor allem der bedrohte Mittelstand gewesen, es ist die Jugend mit Fronterfahrung gewesen, es sind entwurzelnde Mitglieder der Großstädte gewesen, die besonders anfällig gewesen sind. Es wird auch von resistenten Milieus gesprochen, zumindest weitgehend resistenten Milieus, der politische Katholizismus auf der einen Seite und die SPD, das SPD-Milieu der Arbeiterschaft auf der anderen Seite. Und man kann vielleicht insofern bevor wir uns dann jetzt das Jahr 1923 genauer anschauen, sagen, dass im Prinzip es zwei große inhaltliche Konfliktpunkte zu einem konfessionellen Christentum, sei es jetzt katholischer Art oder eben in Bayern rechts des Rheins entschieden lutherischer Art, gegeben hat. Das eine ist eben dieser Gegensatz, der bei allen Annäherungsversuchen im Nationalsozialismus gegeben war, dass man die politischen, konfessionellen Parteien abgelehnt hat, also immer ein Gegner der Zentrumspartei, der BVP gewesen ist. Auf der anderen Seite, dass man das Alte Testament und die jüdischen Wurzeln des Christentums bekämpft hat, sodass also es ein Werben um christliche Wähler gegeben hat, aber es im Prinzip solche waren, die sich nicht klerikal oder amtskirchlich bevormunden lassen, die also sich nicht vor, also gerade die entfernten Christen, die nicht eng in der Abstimmung mit der Hierarchie waren, das war sozusagen die Zielgruppe, die der Nationalsozialismus erfasst hat. Jetzt würde ich ganz gerne zum Jahr 1923 mit Ihnen gehen, vielleicht nur einige, zunächst mal einige wichtige Hintergründe. Sie wissen es, die Ruhrblockade, es ging um die Reparationsleistungen, das Ruhrgebiet wird besetzt und der passive Widerstand ist zunächst mal, dass man blockiert und streikt sozusagen. Vorher der Rathenau-Mord und das erste Kabinett von Stresemann und damit der Deutschen Volkspartei, also die sich der Republik annähert, die da eine wichtige Rolle spielt. In Bayern übernimmt Eugen Ritter von Knilling, ein
Jurist, der der BVB angehört, die Regierung, und München ist vor allem ein Sammelbecken für, also Gustav Ritter von Kahr hat das Wort der Ordnungszelle Bayern ja geprägt, ein Sammelbecken von nationaler Gruppen, auch von Einwohnerwehren und Wehrverbänden, die sich zusammenschließen und die eben besonders in München stark sind. Und ein wichtiges symbolisches Datum, als jetzt klar wurde, dass diese Ruhrblockade, im September war das klar, nicht mehr durchzuhalten ist und die Reichsregierung nachgeben muss, war ein wichtiges Datum, wie jetzt diese nationalen Verbände, die Einwohnerwehren, wie die reagieren. Im Hintergrund steht ja, dass die Reichswehr reduziert werden musste, aber natürlich machtpolitisch noch ein wichtiger Faktor war, dass es aber daneben sowas wie eine schwarze Reichswehr und paramilitärische oder Einwohnerwehren gab, die nationalistisch ausgerichtet waren und wo die Frage war, sollen wir gegen diese Berliner Republik putschen sozusagen? Das ist die Frage, und für diese Pläne ist eben München ein besonderes Zentrum gewesen. Am 1.2. September findet in Nürnberg der sogenannte Deutsche Tag statt. Ein Aufmarsch nationaler Kampfverbände, bei dem aber insbesondere Erich Ludendorff, also der General, der sich in München Solln angesiedelt hatte, inzwischen auftritt und das sehr stark prägt, aber wo eben 100.000 Mann sozusagen ihre Stärke demonstrieren. Eigentlich soll es eine Erinnerungsfeier an den Sedan-Tag, wie man damals sagte, eben gewesen sein, also ein Sieg über Frankreich. De facto war es aber eine Heerschau der Kampfverbände und sozusagen das Gespenst des Umsturzes stand schon im Hintergrund. Diese verschiedenen Kampfverbände, gerade in Bayern, die waren eher bayerisch, separatistisch oder deutschnational, entweder also weiß-blau oder schwarz-weiß-rot sozusagen geprägt, die waren auch unterschiedlich, die schließen sich aber in Dachverbänden zusammen. Und das war sozusagen der Hintergrund. Die Frage, die auch immer eine Rolle spielt, ist da auch, dass die Reichsregierung eben die Entwaffnung, das Niederlegen der Waffen anordnet und eben die bayerische Regierung sozusagen sich weigert. Und das Ganze gipfelt dann sozusagen darin, dass während des Abbruchs des Ruhrkampfes Gustav Ritter von Kahr, ein protestantischen, aus Weißenburg stammender Jurist, der Regierungspräsident von Oberbayern war, der schon einmal Ministerpräsident war und der wittelsbachisch und gleichzeitig national-konservativ orientiert gewesen ist, als Generalstaatskommissar eben in Bayern am 26. September eingesetzt wurde und den Ausnahmezustand in Bayern erklärte. Die Reichsregierung reagiert, indem es im Reich erklärt, und da spitzt sich jetzt etwas zu. Und die Frage ist jetzt sozusagen, was geschieht, soll von Bayern aus diese Republik genesen, kommt es zum Putsch, legal oder zum Umsturz? Ganz unterschiedliche Modelle werden da sozusagen diskutiert, soll die Monarchie in Bayern wieder eingeführt werden mit Rupprecht und den Wittelsbachern, oder eine nationale Diktatur, soll das Bayern separat machen oder losgelöst mit Österreich einen Südstaat bilden, was der französische Außenminister scheinbar unterstützt hat, oder soll das gemeinsam mit den nationalen Richten auch in Berlin geschehen, soll das sozusagen ein gesamtdeutscher Umsturz und Revolution werden. Wie soll diese Revolution vor sich gehen? Über Artikel 48 der Reichsverfassung, dass ein starker Mann vorübergehend legal eingesetzt wird mit dem Reichspräsidenten? Oder soll das so gehen, dass es wie in Italien geht? Der Marsch auf Berlin, so wie Mussolini diesen Marsch aufs Rom hatte. Und zwar dieser Marsch, der sich von München aus in Bewegung setzt. Und da aber über das rote Thüringen und das rote Sachsen sozusagen irgendwie nach Berlin muss. Also das sind diese Optionen, die in dieser Zeit in nationalistischen Kreisen diskutiert wurden.
Und jetzt würde ich Ihnen, auch wenn die Zeit, aber die Quellen sind doch interessant, jetzt einige Quellen für dieses kirchliche Verhalten in dieser Zeit eben kurz vorstellen. In der Zeit, wo Kahr noch nicht Generalkommissar war, besucht er den Nuntius in München, Pacelli. Und Pacelli berichtet einen Tag später, nämlich am 10. September, der Besuch war am 9. September, nach Rom und sagt, die Einstellung in Bayern, die war lange Zeit zwar föderalistisch, aber nicht separatistisch. Jetzt aber mit den neuen politischen Herausforderungen hat es sozusagen eine Veränderung und jemand, den er als sehr einflussreich in nationalen Kreisen hält, ist eben Gustav Ritter von Kahr gewesen. Dies alles, sagt der Nuntius, hat zum einen bei vielen die Überzeugung genährt, dass das Reich vor dem Zusammenbruch steht. Und zum anderen den Separatismus und die Idee der Wiedereinsetzung der Monarchie befördert. Der oberbayerische Regierungspräsident von Kahr, der eben als einflussreich im monarchistischen Milieu gilt, sprach bei einem Besuch in der Nunziatur ganz offen über das Thema. Von Kahr sieht eine dem Kronprinzen Ruprecht ergebene Bevölkerungsmehrheit in Bayern, welche die Monarchie befürwortet. Ein zweiter Schritt könne vielleicht die Union mit Österreich sein. Pacelli erklärte sämtliche Gerüchte, dass der Heilige Stuhl das schon gut geheißen hatte, für haltlos und bekräftigte die Neutralität des Heiligen Stuhls. Von Kahr berichtet auch von einer anderen Richtung bei den Nationalen, die antimonarchistisch und antiseparatistisch sei, sondern deutsch-national, preußisch, unbayerisch sei und die in Erich Ludendorff ihr Haupt hätte, den der Kronprinz getadelt hätte in letzter Zeit. Zum Schluss weist der Nuntius aber darauf hin, skeptisch, dass das vielleicht schon für die Katholiken gut wäre, wenn Bayern separat wäre, aber dass dann das Restreich umso unkatholischer sei und dass das eine gewisse Gefahr sei. Zwei Wochen später ist, also die Quellen, wir haben da zwei Berichte sozusagen, einerseits bei Faulhaber und dann aber auch in den Lebenserinnerungen von Graf Soden selbst, ist der Kabinettschef des Kronprinzen Ruprecht, also des Repräsentanten Wittelsbacher, bei Kardinal Faulhaber gewesen. Und in den Tagebüchern Faulhabers können Sie darüber lesen, im Auftrag seines Herrn, also des Kronprinzen Ruprecht, Gruß. Die Rede hat geistigen Eindruck gemacht und wurde verstanden. Der Anlass, der Tag in Nürnberg, dieser große Tag, wo Ludendorff, der nationalen Kampfverbände, wo aber eben Ludendorff das stark auf sich bezogen hat, der Tag in Nürnberg ist an sich gut gelaufen, wieder einmal weiß-blau und schwarz-weiß-rot. Aber Ludendorff, also Kritik jetzt an diesen Ludendorff-Flügel, hat alles auf sich bezogen. Eine Äußerung von ihm, wir marschieren nach Berlin und machen links um gegen Frankreich. Die drei Kampfverbände, Nationalsozialisten, aber, so Soden, mit Hitler nichts anzufangen. Reichsflagge, Oberland ist bereits freiwillig da gewesen. Gedacht ist, so sagt der Soden jetzt dem Kardinal Faulhaber, nach Artikel 48 der Verfassung, also eine legale Revolution von oben, einen Staatskommissar einzusetzen. Held war beim, so sagt Faulhaber, König, also Ruprecht wird schon oder ist für ihn König und sagte, es ist noch nicht die Stunde, aber wir müssen alles vorbereiten und Sie müssen hinter den Kulissen mitarbeiten. Seitdem tut das der König mehr wie früher. Das große Hindernis, die Personenfrage, die Eifersucht, ob K. oder Knilling. Zwischen diesen beiden heute Mittag eine Aussprache vor dem König. Eine andere wichtige Aussprache Ludendorff, also da gibt es sozusagen Spannungen. Beim Grafen Soden können Sie darüber in den Erinnerungen rückblickend lesen, ich war in München bei Kardinal Faulhaber.
Kronprinz Rupprecht hatte mich zu diesem geschickt, um ihn zu bitten, öffentlich für Herrn von K. einzutreten. Ich lasse nun meine sofort nach dieser Unterredung gemachten Aufzeichnung im Wortlaut folgen. Sie kann vielleicht einmal als Quelle für einen Historiker brauchbar werden. Ich schrieb, der Kardinal lehnte ein öffentliches Eintreten für K. ab, wie zu erwarten, mit der Motivierung, dass ein Kirchenfürst nicht auf solche Weise direkt in die Politik eingreifen könne. Er trat aber warm für K. ein und ließ durchblicken, dass er unter der Hand seinen Einfluss in dem erbetenen Sinne geltend machen werde. Gleichzeitig äußert er sich bemerkenswert scharf über Wirth, also linkskatholischen ehemaligen Reichskanzler. Als ich auf das Gespräch Bacelli-Fürstenberg zu sprechen kam, hätte der Nuntius eben gesagt einem Freund, die katholische Kirche hat ein Interesse daran, dass Karr bleibt, bestätigte mir der Kardinal diese Äußerung des Nuntius, also dass Bacelli stark für Karr gewesen ist, noch bevor er zum Generalkommissar eingesetzt ist. Er fügte bei, von seinem Aufenthalt in Rom her könne er bestätigen, dass der Heilige Vater eine persönliche Verehrung für Karr habe. Als Herr von K. seinen Abschiedsbesuch bei Bacelli machte, also 1921, bevor er abgedankt war, als Ministerpräsident, war dieser von außergewöhnlicher Liebenswürdigkeit und Herzlichkeit und sagte am Schluss, armes Bayern. Also so viel mal dazu. Dann wird K. Generalkommissar, setzt sich ein Stück weit gegen Knilling durch, der Ministerpräsident bleibt. Und gleichzeitig stellt sich aber jetzt die Frage, in welche Richtung geht es? Und wir werden jetzt sehen, ich kann es jetzt leider nur in Auszügen machen, weil die Zeit wegrennt, aber wir werden sehen, dass es monarchistisch wird und die Wittelsbacher eingesetzt werden. Das wird immer unwahrscheinlicher. Und die katholischen Unterstützer werden immer kritischer gegen diese Versuche jetzt. Am 6. Oktober schreibt Heinrich Held, Fraktionsvorsitzender des Zentrums aus Regensburg und warnt Faulhaber. Was er bisher vermutet hat, ist seine feste Überzeugung, die ganze nationalistisch-völkische Bewegung in Bayern, deren Kern die Nationalsozialisten und der Kampfbund mit Ludendorff an der Spitze sind, ist seiner Haupttendenz nach eine große Bewegung des Abfalles vom katholischen Glauben und der Kirche. Und zugleich ein raffinierter Kampf gegen den Staat Bayern und das Haus Wittelsbach. Diese nationalistische Bewegung, die will also überhaupt nicht den katholischen Wittelsbacher wieder einführen, sondern das sind Kirchenfeinde, die da an der Spitze sind. An der Spitze Ludendorff, der ein typischer Evangeli-Bündler, also evangelische Bund, kirchenfeindlich gegen die katholische Kirche ist, dann aber auch Hitler, der gelehrige Schüler der Wiener Los von Rom-Bewegung, die antiklerikal gewesen ist. Antisemiten, Finanziers der Hohenzollern, die katholische Kirche sei nach diesen Leuten antinational. Eminenz, so schreibt Held, die Gefahr ist riesengroß. Regierung und das Parlament sind zum schwach. Der Generalkommissar Karr, wo anfangs die Sympathien hingegangen sind, wird auch in dieser Hinsicht nichts ausrichten. Er erkennt diese Gefahr der Nationalsozialisten nicht oder es fehlt ihm als Protestant, auch wenn er im Übrigen es noch so gut meint, an innerer Kraft. Und Held bittet Faulhaber, ein Hirtenwort zu schreiben, wo er vor dem nationalsozialistischen Umsturz sozusagen warnt. Gleichzeitig berichtet jetzt Bacelli nach Rom von Besuchen, die Karr bei ihm macht. Und Bacelli sieht die Dinge noch nicht so kritisch, weiß aber jetzt auch, dass Karr umgeschwenkt ist. Eine Abspaltung Bayerns vom Reich, die separatistische Lösung, die sei nicht möglich, sondern das Ziel muss sein, zurück zum Bismarckreich. Den Kronprinzen, das findet Bacelli gut, den lässt Karr jetzt außen vor. Das wäre ja schlecht, wenn man jetzt was probiert und dann klappt es nicht und dann würde der Kronprinz negativ gesehen werden in der Bevölkerung und so weiter. Der Kronprinz, der hätte da kein Interesse, aber es ist klar, dass was kommen wird. Am 1.11. berichtet Bacelli dann nach Rom vom Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten von Knilling, der am 31.10. bei ihm war. Knilling sagte, er will zurücktreten.
K. macht, was er will, sozusagen. Das maßlose Agieren des bayerischen Generalstaatskommissars von K., das sei der Grund, der zusammen mit dem Kommandanten der Reichswehr, Otto von Lossow, und eben Seisser, Spannungen mit der Reichsregierung hin auf einen Umsturz macht. Also insofern, die kirchlichen Verantwortlichen sind informiert. Gleichzeitig läuft in dieser Zeit, gleichzeitig laufen in dieser Zeit den Versuch vom Reichskanzler Stresemann, Faulhaber zu gewinnen, ein Wort für die Weimarer Republik zu sagen. Und Faulhaber reagiert ausweichend, aber im Prinzip sagt eben, Bayern hat gewisse Forderungen nach Eigenständigkeit. Also Faulhaber reagiert ausweichend, will sich nicht hineinziehen lassen, will aber unterstützen sozusagen, dass Bayern zwar mehr Rechte braucht in dieser unitarischen Reichsverfassung, aber eben, dass er stellt sich auch hinter die Politik von Stresemann. Stresemann hat diesen sozusagen Brief auch gut gefunden und veröffentlicht. Dann kommt es eben jetzt zu dieser folgenschweren Entscheidung, zunächst mal von Gustav von K. und Otto von Lossow, dass man den Befehl der Reichswehr, dass man im Bruch zum Reich geht, nicht mehr sich lossagt, die Befehle, die Anordnungen der Reichsregierung nicht mehr befolgt und auch die Reichswehr nicht so. Und jetzt sozusagen kommen wir in die entscheidende Phase und in diese Umbruchsphase des sogenannten Hitlerputsches. Ist es sinnvoll, einen Marsch auf Berlin zu unternehmen? Es sind schon sozusagen Vorbereitungen getroffen, so einen nationalen Aufstand der Verbände. Und am 3.11. wird Hans von Seisser, Oberst, Chef der Polizei sozusagen von K., nach Berlin geschickt, um mit dem Chef der Reichswehr, Seeckt, zu verhandeln. Denn auch Seeckt meint, es muss sich etwas ändern. Er selber wollte von Ebert über Artikel 48 die Exekutive in die Hand bekommen und Deutschland umgestalten. Also gelingt der Schulterschluss vom bayerischen Nationalisten und Berliner Nationalisten, kommt es zur nationalen Revolution. Und da kommt eben jetzt diese Antwort, dass Seeckt sagt, abwarten, wir haben zwar die gleichen Ziele, aber es ist noch nicht die Zeit, langsam gehen. Und Seisser kommt zurück nach München, informiert am 4.11. sofort K. und die Umsturzpläne werden abgeblasen, weil es eben ohne die Reichswehr und ohne Berlin wollte man das nicht machen. Wen man aber nicht informiert hat, ist eben Hitler gewesen, der das eben nicht wusste. Und das ist jetzt eigentlich der Hintergrund, ich meine, das wissen Sie vom sogenannten Hitlerputsch, als eben jetzt K. im Bürgerbräukeller seine Rede hielt und Hitler eben der Meinung war, der K., der will ja eigentlich, aber der zögert nur, der ist zu ängstlich, er muss dem jetzt sozusagen beschleunigen. Und da kommt es jetzt eben zu jenen Ereignissen und ich will sozusagen in einem letzten Teil jetzt noch kurz mit Ihnen anschauen, wie Faulhaber diese Ereignisse des Umsturzes am 8. und 9. November eben dann festgehalten hat in seinen Tagebüchern. Faulhaber schreibt, dass er um 21.30 Uhr im Hotel Wagner gewesen sind, als er die Nachricht bekommt, K. sei von der Hitlergarde gefangen, Regierung gestürzt. Auf dem Heimweg war es noch ziemlich ruhig auf den Straßen. Dann 1 Uhr. Kommt Stadtrat Rauch von der Bayerischen Volkspartei zu mir und teilte mit, K. ist Ministerpräsident. Faulhaber notiert, wie? Was, K.? Gegen den richtet sich doch das Ganze, dieser Hitlerputsch. Ja, er habe so die Antwort zu Regierungsrat Sommer geäußert, ich konnte nicht anders, ich bin gezwungen worden.
Ludendorff, Führer der Nationalarmee, Hitler Reichskanzler. Er meint, ob man nicht Rupprecht sozusagen als Gegenmittel den Wittelsbacher morgen früh vor die Truppe stellen soll. Das scheint mir, sagt Faulhaber, unmöglich. Er will aber zu Soden gehen, der inzwischen selbst verhaftet wurde. Knilling sei bei der Verhaftung zusammengebrochen. Dann geschlafen, wahrscheinlich 7.30 Uhr. Dr. Brehm, die Lage hat sich gedreht. 23.30 Uhr sei ein Funkspruch ergangen. Karl Lossow und Seisser hätten sich von Hitler losgesagt und rufen Reichswehr und Landespolizei auf gegen ihn und für ihre rechtmäßige Regierung. Jetzt wäre wohl der Augenblick für Rupprecht einzutreten, wenn sie Herr in der Lage bleiben. Er ersucht mich wegzugehen. Weitere Mahnungen wegzugehen kommen von Heinrich Held, von Ellen Ammann, die ihren Sohn schickt und so fort. Um 15 Uhr kommt Baron Stengel. Ob ich nicht vermitteln könne, also Faulhaber, zwischen den beiden, die doch alle das Gleiche wollen, also Hitler und K. Faulhaber, respondio, ich antworte. Die wollen nicht das Gleiche. K. Ist die rechtmäßige Regierung. Die anderen sind Revolutionäre. In der Folge, wissen Sie, wird dieser Hitlerputsch niedergeschossen und der Zorn der Nationalsozialisten richtet sich auf Faulhaber und auf K. eben, die als die großen Verräter gelten. Am 10. November sammelt sich eine große Anzahl von Studenten, also die LMU und die Studenten, das waren wirklich für den Nationalsozialismus anfälliges Milieu damals, vor dem Palais Faulhabers. Pfiffe und Buhrufe, Scheiben zu Bruch, Gerüchte, schreibt Faulhaber. Faulhaber würde auf eine Donaumonarchie zielen. Faulhaber hätte den Verrat Kars beeinflusst. Kahr sei beobachtet worden, wie er heimlich zu Faulhaber in der Nacht gegangen sei. Und Faulhaber habe ihm gesagt, er soll Hitler verraten. Das Ganze beruht auf einer Verwechslung, weil eben der Stadtrat Rauch scheinbar eine ähnliche Physiognomie hatte, wie Kahr hatte. Aber von daher kommt dieses Gerücht. Noch 1925 gibt es Prozesse, in denen Faulhaber vergeblich versucht zu klagen, er sei ein treuloser Hochverräter, weil er die treuen Nationalsozialisten verraten hätte. Also das prägt jetzt ganz lange die Politik. Ludendorff hat in dem Prozess ausgeführt, dass massiv antikirchliche Ausführungen, vor allem antikatholische und gegen Faulhaber, also hat diesen Prozess nach dem Putsch eben als Bühne gegen Faulhaber benutzt. Eine Rede sei im Odeon gehalten worden, dass man, wenn der ein Nazi zwei Kugeln hätte, die erste RK und die zweite dem Faulhaber geben müsste. Also so viel, dass es jetzt sozusagen von daher diese Reaktion, die sich stark auf Faulhaber richtet. Im Evangelischen Gemeindeblatt, ich kann das jetzt sozusagen nur summarisch wiedergeben, gibt es auch Stimmen, die sagen, ja eigentlich Hitler, es ist doch so schade, dass Hitler und Kahr, dass die so untereinander, die wollen doch eigentlich alle dasselbe und das Gute sozusagen. Also da gibt es ein breiteres Spektrum, gibt natürlich auch kritische Stimmen und insbesondere ist das Dekanat Coburg mit dieser anderen Prägung ein frühes, wichtiges Gebiet gewesen, wo evangelische junge Geistliche für den Nationalsozialismus anfällig gewesen sind. Ich würde an diesem Punkt, obwohl ich da noch einiges Material hätte, was ich auch selber recht spannend finde, aber sozusagen schließen, aber ich will Ihnen sozusagen, wollte Ihnen da ein Stück weit zeigen, natürlich diese Lage Kirchen und Demokratie und Weimarer Republik, die ist komplex gewesen. Da ist die Stellung sozusagen, die Stellung der Kirchen, die ist dann natürlich gefährdet gewesen, deren öffentlicher Einfluss. Und so gibt es und gab es in dieser Zeit eben stark Demokratie- und republikkritische Stimmungen. Der Katholizismus, der ist breit gefächert gewesen. Die Zentrumspartei, die war eine der Stützen der Republik, aber gerade der bayerische Katholizismus, die BVP, die war sehr stark föderalistischer. Die wollte die Reichsverfassung umgestalten, wieder ein Stück weit zu dieser bundesstaatlichen Verfassung des Bismarcksreich kommen. Und es gab so diese Sehnsucht, zumindest auf legalen
auf legalen Weg hin zur Zeit, zur verklärten Zeit der Monarchie. Das ist so das eine. Und das, dann zum Zweiten haben wir gesehen, in diesem Jahr 1923, das ist für diese weitere Geschichte unheimlich wichtig, die Mitgliedschaft der NSDAP, die verzwanzigfacht sich in diesem Jahr 1923. Das wird also jetzt ein wichtiger Akteur. Und sozusagen, es kommt zunächst mal zu einer Sammelbewegung des nationalen rechten Lagers, unterschiedliche Gruppen, weiß-blauer Nationalismus und schwarz-weiß-roter Nationalismus. Und man sieht, wie gut informiert die führenden katholischen Kirchenvertreter gewesen sind, Bacelli und Faulhaber. Und man sieht dann, wie sich diese Bewegung scheidet, wie das zunächst mal klar ist, dass es keine separatistisch-bayerische, monarchistische Lösung gibt, was man eigentlich wollte. Dann richten sich die Hoffnungen ein Stück weit noch auf Karl. Und auch da war man informiert, dass was kommt, aber immer mit kritisch, dass dieser völkische, preußische Ludendorff-Flügel und ein Stück weit auch Hitler, dass der zu stark wird und dass den der Karl vielleicht nicht bändigen kann. Und dann wird die Sache eben immer kritischer, als eben Karl und Hitler sich scheiden und es sozusagen jetzt nur ein Putsch des völkischen nationalsozialistischen Kerns ist. Und da entsteht sowas wie eine Todfeindschaft zwischen dem Nationalsozialismus und Faulhaber letztlich und hier eine Scheidung und eine Klärung der Geister. Und deshalb am Ende kann man auf der einen Seite natürlich sagen, dass man dieses Verhältnis von Kirchen und Nationalsozialismus kritisch aufarbeiten muss. Dazu gehört auch, dass es Konsensbereiche gab, dass es Affinitäten gegeben hat. Dass man aber auf der anderen Seite sagen muss, dass dieses nationalsozialistische Programm und ein konfessionelles Christentum sich von Anfang an scharf gegenübergestanden haben und ein gewisses Liebäugeln von nationalen Synthesen 1923 zu Bruch gegangen ist, sodass also es auch dazu gehört, zu einem historisch informierten Herangehen an diese Dinge, dass es eben nicht nur, dass es eben auch eine Widerständigkeit gegen den Nationalsozialismus von national-konservativer und konfessionaler Seite gegeben hat. Und dass also hier bei allen Konsensbereichen und Affinitäten eine tiefgehende Feindschaft zwischen Nationalsozialismus, katholischer Kirche, aber auch evangelisch-konfessionellem Christentum trotz allen und trotz aller späteren Versuche der Annäherung grundgelegt wurde. Insofern ist 1923 auch in unserer Hinsicht der Frage der Kirchen und Nationalsozialismus ein Schicksalsjahr gewesen. Und es ist gut, dass wir 100 Jahre später daran erinnern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.